Seit Mitte September versucht sich die AfD in Erfurt an einer sogenannten Herbstoffensive. Sie will bis zu einem Kurswechsel von Bundes- und Landesregierung jeden Mittwoch in Erfurt demonstrieren. Zwischen 3.000 und 5.000 Menschen beteiligten sich bis zuletzt auf Seiten von AfD-Landesvorsitzendem Björn Höcke. Nur 800 bis 1.000 Menschen hielten dagegen, um für ein buntes Erfurt zu demonstrieren. Ein Potenzial, das unserer Meinung nach noch längst nicht ausgeschöpft ist. Aber was hindert die Menschen eigentlich daran, sich an den AfD-Gegendemonstrationen zu beteiligen? Diese ganze Materie, diese ganze Diskussion geht mir persönlich einfach nur noch auf die Nerven. Also ich finde, egal in welche Richtung irgendwas Extremes ist, immer Schwachsinn. Ich bin der Meinung, also der Grundgedanke an diesen Demos, ob es jetzt positiv oder negativ, also ob es jetzt rechts oder halt in Richtung rechts oder Richtung links geht, ist ja im Endeffekt diese Flüchtlingsdebatte. Ich bin der Meinung, es sind alles Menschen. Ich weiß nicht, warum man überhaupt da Grundlage zur Diskussion geben muss. Ich gehe zur AfD-Gegendemos. Und warum gehst du dahin? Weil ich mit der Einstellung der Leute nicht einverstanden bin. Und ich bin der Meinung, dass jeder ein Bleiberecht haben sollte. Und ja, ich finde, wer daheim bleibt, tut quasi nichts. Und die Pegida und die AfD gehen immer marschieren. Das heißt, wir sollten auch alle immer marschieren gehen. Dagegen. Weil ich um die Zeit arbeiten muss. Ist halt sinnlos. Interessiere mich nicht so viel dafür. Ich interessiere mich auch nicht wirklich dafür. Also meine Schwester ist da mal hingegangen, glaube ich. Also ich finde das im Prinzip super. Also ich finde auch toll, dass das Studentenwerk auch Studenten auffordert, damit zu machen. Aber wie gesagt, ich wohne auch erst seit eineinhalb Wochen hier, ne, und erstmal ein bisschen einleben, aber finde ich echt gut. Also wir gehen da hin irgendwann. Ja. Naja, man schiebt es dann immer so auf und denkt so, ja, du kannst auch nächste Woche gehen und machst jetzt lieber Hausaufgaben oder telefonierst mit jemandem und dann schiebt man das so auf. Warum ich da nicht hingehe? Ach, ich möchte mich mit diesem ganzen Thema gar nicht auseinandersetzen, weil mir das alles zu viel ist und zu kompliziert. Und ich will einfach, dass die Leute hierher kommen in Frieden, dann das alles gemanagt wird und da nicht dagegen und dafür. Ja, wir wollen ja hier auch einfach nur unsere Ruhe haben. Ich überlege jeden Mittwoch, aber das passt nicht. Ich arbeite bis 18 Uhr und dann ist mir das nach Feierabend. Aber wenn das so weitergeht, werde ich dann sicherlich dann auch wieder hingehen. Ich wollte mich halt mal ein bisschen zurückhalten und nicht immer gleich losrennen, aber wenn das so weitergeht, werde ich dann wohl doch auch demnächst mal wieder hingehen zur Gegendemo. Ich weiß auch immer gar nicht, wo dann, was ist jede Woche an einem anderen Ort, die Stellplätze sind mir unklar und dann weiß ich immer gar nicht, ich möchte da nicht unbedingt reingeraten. Von der Staatskanzlei bei der ersten bin ich reingeraten nach Feierabend und das war mir sehr unangenehm. Und da wusste ich auch nicht, ja, mit Gegendemo, wo trifft man sich da und so. Und das ist mir dann immer ein bisschen schlecht zu organisieren. Ich weiß nicht, also wir wollten mal gehen, aber dann hat sich das irgendwie nicht so ergeben. Und ja, aber am Mittwoch gehen wir dann halt, ja. Grundsätzlich gehe ich eigentlich hin, um jetzt gleich mal der Frage so den Boden zu nehmen. Aber ich würde nicht gehen, wenn zu wenige andere Leute gehen, weil wenn man sieht, was mit Journalisten, was mit Andersdenken auf diesen Demos passiert, in Dresden, auch in Erfurt, dann kriegt man da schon gewisse Angstzustände, muss man eigentlich ja schon ehrlich so sagen. Dann kriegt man ein bisschen Angst und möchte da eigentlich nicht alleine hingehen. Und deswegen werde ich probieren, morgen mit einer großen Gruppe von Leuten zu gehen, damit man dieser Angst, die vielleicht auch gerechtfertigt ist, dass man der entgegenwirken kann.